Heute geht es um die Frage, die mir persönlich wohl am häufigsten gestellt wird, wenn wir über das Thema lange Haare sprechen. Leute, ich will gar nicht wissen, wie viele unzählige Male mir diese Frage gestellt worden ist. Und deshalb gibt es auch jetzt extra ein Video dazu, damit wir das ein für alle Mal klären. Viele von euch da draußen haben nämlich das Ziel, folgende Frisur zu rocken. Ein Man-Bun. Und deshalb kommt halt ganz oft die Frage, hey Daniel, wie lange dauert es eigentlich, bis ich mir einen Man-Bun binden kann, beziehungsweise wie lange muss ich meine Haare lang wachsen lassen, bis ich meine Haare zu einem Man-Bun zusammenbinden kann. Und genau dazu gibt es heute die passenden Infos. Du wirst jetzt wahrscheinlich eine genaue Zeitangabe von mir haben und hören, es dauert 6 Monate, 7 Monate, 8 Monate oder was auch immer. Da muss ich dich leider direkt enttäuschen. Ich kann dir leider keine genaue Zeitangabe geben, aus dem Grund, weil es verschiedene Variablen in der Gleichung gibt, die diese Zeit einfach ein bisschen beeinflussen. Zum Beispiel A, ich weiß nicht, was deine Ausgangssituation ist. Bedeutet, du kannst ja zum Beispiel eine Glatze haben oder mittellange Haare haben oder einen Undercut haben. Das sind ja alles drei verschiedene Ausgangssituationen und je nach Ausgangssituation dauert es entweder länger oder halt nicht so lang. B, ich weiß nicht, was für eine Art Haare du hast. Wenn du zum Beispiel lockige oder krause Haare hast, dann dauert es natürlich wesentlich länger, bis du den Man-Bun zusammenbinden kannst, denn deine Haare kräuseln sich ja immer und die sind ein bisschen wellig. Ja? Dann dauert es einfach länger als zum Beispiel bei glatten Haaren. Und C, ich weiß natürlich nicht, wie schnell deine Haare wachsen. Also bei jedem Menschen ist das natürlich unterschiedlich. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin relativ glücklich mit meinem Haarwachstum. Meine Haare wachsen relativ schnell, aber das hat natürlich auch was mit der Genetik zu tun. Von daher kann ich nicht ganz genau sagen, wie lange es bei dir dauert, weil ich nicht dein Haarwachstum einschätzen kann. Bei dem einen dauert es etwas länger, bei dem anderen halt nicht so lang. Es gibt natürlich auch Präparate, um das Haarwachstum zu fördern und anzuregen, klar, aber das heißt nicht, dass es zum Beispiel Präparat X bei dir genauso gut anschlägt wie bei Max Meyer. Ist natürlich auch immer unterschiedlich. Wenn du allerdings grundlegend noch ein paar Infos haben möchtest, wie du dein Haarwachstum anregen kannst, ja, und was für Mittelchen es da gibt, dann check auf jeden Fall mal dieses Video hier oben aus. Ich möchte euch aber in diesem Video heute auf jeden Fall eine grobe Einschätzung mit an die Hand geben, damit ihr grob wisst, wie lange ihr ungefähr dafür einkalkulieren müsst. Bei mir war es so, also ich gehe jetzt einfach mal von meiner Ausgangssituation damals aus, ich hatte einen Undercut und das ist glaube ich auch wohl die Ausgangssituation, die die meisten von euch da draußen haben, heißt Decker etwas länger und die Seiten einfach etwas kürzer geschnitten. Und wenn man diese Ausgangssituation hat, dann kann ich jetzt schon mal sagen, ihr müsst euch Minimum 10 Monate einplanen, bis ihr erstmal das obere etwas längere Deckhaar zusammenbinden könnt. Und bis ihr dann wirklich alle Haare in den Bun, ja, was man eigentlich zu dem Zeitpunkt auch gar nicht als Bun bezeichnen kann, aber bis ihr halt alle Haare erstmal zusammenbinden könnt, müsst ihr Minimum 14 Monate einplanen, wenn ihr so eine Ausgangssituation wie ich damals habt. Ich denke mal, das ist eine Zahl, mit der ihr auf jeden Fall schon mal ein bisschen arbeiten könnt. Und je nach Ausgangssituation, wie eben schon gesagt, hängt das natürlich ein bisschen davon ab, wie lang deine Haare in der Ausgangssituation sind. Das kann natürlich hier an dieser Stelle ein bisschen variieren. Eine wichtige Info an dieser Stelle noch. Ganz wichtig, tatsächlich. Nach 14 Monaten heißt das noch lange nicht, dass ihr mit dem Ergebnis happy seid. Ihr könnt vielleicht eure Haare zum Beispiel schon zu einem Bun zusammenbinden, ja, oder halt eure Haare komplett zusammen in ein Haargummi reinbinden. Aber das heißt noch lange nicht, dass ihr mit dem Ergebnis zufrieden seid. So war es zumindest bei mir. Also ich war nach 14 Monaten noch gar nicht zufrieden. Ja, also das sah irgendwie noch gar nicht so aus, wie ich mir das persönlich zu Anfang vorgestellt habe. Denn ich konnte mir gerade vielleicht mal so ein Low-Bun oder so ein Middle-Bun machen. Aber ich wollte tatsächlich einen High-Bun haben oder einen Man-Bun, der einfach etwas höher sitzt haben. Und das konnte ich mit den Haaren nach 14 Monaten einfach noch nicht machen. Ja. Dementsprechend hatte ich auch noch nicht das Frisurergebnis erreicht, was ich eigentlich erreichen wollte. Sprich, der Man-Bun sah einfach noch nicht stabil genug aus. Die Haare waren all in all einfach noch nicht lang genug, dass ich mir so einen richtig stabilen Man-Bun binden konnte. Von daher musste ich einfach noch mal ein paar Monate draufpacken. Und mit ein paar Monate meine ich so ungefähr 6 Monate. Ja? Also auf die 14 Monate, die ich eben eingeplant habe, noch mal 6 Monate drauf. Dann bist du so roundabout bei 20 Monaten. Und danach hast du dann wirklich ein richtig gutes, stabiles Ergebnis und Man-Bun, mit dem man tatsächlich richtig gut leben kann und den man auch richtig schön und ordentlich zusammenbinden kann. So, was lernen wir aus der ganzen Geschichte? Als allererstes mal, man kann nicht sagen, dass es so oder so lange dauert für Person X oder Person Y, denn es gibt verschiedene Variablen in der Gleichung, die die Zeit einfach ja, entweder ein bisschen verlängern oder einfach ein bisschen verkürzen. Plant aber auf jeden Fall, wenn ihr eine Ausgangssituation habt, wie ich damals, einen Undercut, plant definitiv 14 Monate ein, bis ihr eure Haare komplett zusammenbinden könnt.
und plant darauf auf jeden Fall nochmal on top ein paar Monate ein. Bei mir waren es 6 Monate, bis ihr wirklich ein stabiles, ordentliches Ergebnis habt, damit ihr euch auch so einen Haiban binden könnt, denn das dauert tatsächlich noch ein bisschen länger als die 14 Monate. Also auf die 14 Monate einfach nochmal ein paar Monate draufpacken, bis ihr ein richtig stabiles Ergebnis habt. Vermutlich ist es von der Zeit her jetzt ein bisschen länger, als du gedacht hast. Ja, ist vielleicht nicht ganz so toll, aber vielleicht nochmal hier an dieser Stelle nochmal ein bisschen Motivation. Wenn du die Haare noch nicht ganz zusammenbinden kannst, ja, dann kannst du zum Beispiel anstatt einen Manbun auch einen Half-Ponytail machen. Dann hast du zumindest das Gefühl, dass du dem Ziel, also einen kompletten Manbun zu machen, einfach schon mal ein bisschen näher bist. Und ein Half-Ponytail sieht auch richtig nice aus. Und das kannst du definitiv rocken, auch wenn du zum Beispiel erst so in einem 12, 13 Monat bist. Wenn du persönlich dich jetzt dazu entschließt, dir deine Haare lang wachsen zu lassen oder falls du schon auf der Reise bist, dann schau mal unten in die Infobox rein. Ich verlinke euch ein paar Produkte, die ihr wirklich optimal nutzen könnt für das Binden eines Manbuns. Und unser Shop ist auch online, also schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt ganz, ganz viel Erfolg beim Haare lang wachsen lassen für all diejenigen, die sich gerade auf der Reise befinden. Und in diesem Sinne einen richtig ordentlichen, stabilen Manbun.